In Film 6 geht es um die Lösung zur Übungsaufgabe aus Film 5. Der Arbeitsauftrag zu dieser Übungsaufgabe lautet: Buchen Sie alle Geschäftsvorfälle. So, jetzt bin ich hergegangen und habe als erstes sorgfältigst unterstrichen, was ich brauche. Nehme ich die Aufgabe mal Satz für Satz durch. Ich habe hier einen Hersteller von Outdoor-Bekleidung, das heißt, ich habe keine Anschaffungskosten, ich habe nur Herstellungskosten. Könnte wichtig werden. So, dann habe ich unterstrichen 3 Regenjacken für seine Kinder. Das habe ich unterstrichen, weil daher weiß ich, es handelt sich um eine Privatentnahme. So, und hier stehen schon auch die Herstellungskosten, die betrugen 40 Euro pro Jacke. Und Herstellungskosten sowie auch Anschaffungskosten werden immer mit dem Nettobetrag angegeben. So, nächster Satz: Verkauft werden sie für 99,95. Also diesen Satz könnte ich eigentlich durchstreichen, die Information brauche ich nicht. Aber auch das kommt oft vor, dass in Aufgaben Informationen drin sind, die ich gar nicht brauche. So, dann nimmt der Hersteller noch 150 Euro aus der Kasse, um mit seinen Kindern essen zu gehen. Das ist eindeutig eine Geldentnahme. Und dann spendet er noch 30 Paar Socken zu Herstellerkosten von 4 Euro pro Stück. So, den nächsten Satz, den kann ich eigentlich auch wieder durchstreichen. Verkauft werden sie normalerweise von 9,95, aber sie wurden heruntergesetzt. Das interessiert hier überhaupt nicht. Jetzt, wo ich alles unterstrichen habe, was ich brauche, und vielleicht auch durchgestrichen habe, was ich nicht brauche, muss ich erstmal ein bisschen rechnen. Das sind als erstes die entnommenen Jacken. Die haben Herstellungskosten von 120 Euro, alle 3 insgesamt. Und da die eindeutig für Privatzwecke, nämlich für die Kinder des Herstellers, benutzt werden sollen, muss hier noch die Mehrwertsteuer berechnet werden. Sind 19% für Kleidungsstücke, auch für Kinderkleidung. Wo die Mehrwertsteuer nicht berechnet werden muss, sind die Herstellungskosten für die gespendeten Socken. Firmenspenden müssen grundsätzlich nicht versteuert werden. Und hier ist die fertige Buchung. Wir haben hier als erstes den Eigenverbrauch. Das sind die Jacken für die Kinder, 120 Euro. Dann die Barentnahme aus der Kasse. Klar, aus der Kasse geht etwas weg, das sind 150 Euro. Und jetzt kommt noch die Umsatzsteuer für den Eigenverbrauch dazu. Und das alles gibt zusammen 292,80. Und das Gegenkonto ist natürlich das Privatkonto. Und ganz klar, nur die 120 Euro für den Eigenverbrauch sind ein Ertrag. Alles andere ist erfolgsneutral. Ja, und jetzt zu den Spenden. Spenden werden grundsätzlich als Aufwand gebucht. Und dazu hat der Industriekontenrahmen ein Konto, das ist 6880. Das firmiert weitestgehend unter sonstigem betrieblichen Aufwand. Und an was muss man jetzt buchen? Man hat ja keinen Geldabgang. Der Hersteller stellt die Socken selber her. Sie haben Herstellerkosten oder Herstellungskosten von 120 Euro insgesamt. Also geht es an das Konto Fertige Erzeugnisse 2200. Also ihr seht, man kann diese Aufgaben beliebig fies stellen. Man kann da auch Spenden zwischenmogeln. Und das gilt es immer zu analysieren. Also lest euch die Aufgaben immer genauestens durch.